Berlin als Stadt, meint ein britischer Besucher im Mai 1945, ist völlig zerstört. Die Ruinen des einstigen Berlin sollten als modernes Babylon oder Karthago bewahrt werden, als Denkmal für den preußischen Militarismus und die Schrecken des Naziregimes. Die Stadt ist völlig tot. Man fährt Kilometer auf Kilometer durch verlassene Ruinen und findet nichts Bewohnbares. Berlin kann niemals wieder aufgebaut werden. Der erste Eindruck von Berlin aus der Luft war so, dass ich also zu Mitfliegenden sagte, ich glaube, Berlin kann man vergessen. Wahrscheinlich muss man die Stadt an anderer Stelle wieder aufbauen. Die Stadt schien total kaputt zu sein. Das war auch deshalb der Eindruck so, weil ja die Häuser, die einigermaßen erhalten waren, die Dächer abgedeckt waren durch die Luftangriffe, sodass auch diese halbwegs erhalten gebliebenen Häuser wie Ruinen erschienen. Also Berlin schien von oben, und wir landeten ja in Berlin bei einem strahlenden Sonnenwetter, wie ein Ruinenfeld. Ein anderer Besucher des verwüsteten Berlin ist der Meinung, dass nur sehr wenige Menschen das Verschwinden dieses unliebenswürdigen Parvenus unter den europäischen Hauptstädten bedauern würden. Ein Journalist der New York Times hofft im Sommer 1945, dass die Auslöschung Berlins den Beginn einer erneuten Zivilisierung Deutschlands einleiten könne. Ein Begriff, der von den Soldaten häufig benutzt wurde, war, dies ist eine Mondlandschaft. Für die damaligen Zeitgenossen war dieser Anblick etwas Unvorstellbares. Ich habe einen sehr interessanten Bericht von einem amerikanischen Soldaten, der in Berlin groß geworden ist, gelesen und der sich gut in der Stadt auskannte. Als Jugendlicher läuft man ja überall herum und erläuft sich ja auch eine Stadt. Und der konnte, sagt er, konnte teilweise sich nicht mehr in der Stadt orientieren und musste die Sonne zu Hilfe nehmen, weil die Straßenzüge ja nicht mehr da waren. Und durch diese Unmengen von Schutt natürlich auch völlig aus der Ordnung geraten war. Das heißt, es gab fast keine Orientierungspunkte mehr. Und es hat auch gerade in den ersten Wochen, nachdem die Westmächte hier waren in Berlin, eine Art Tourismus gegeben, nach Berlin zu kommen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass es solch eine Art von Zerstörung gegeben hat. Und man darf ja nicht vergessen, die hatten alle Berlin in Erinnerung als die große Weltmetropole, denken Sie an der Weimarer Zeit, Blütezeit, Kunst, Kultur, und davon war nichts mehr da. Anfang Juli 1945. Zwei Monate nach Kriegsende beziehen die westlichen Alliierten, Amerikaner, Briten und Franzosen, ihre Sektoren im besiegten Berlin. Die letzten Kriegswochen, die Bombenangriffe, die Exzesse der sowjetischen Eroberer sind Vergangenheit. Seit dem Ende der Schlacht um Berlin hat Generalissimus Stalin über die Zukunft der Stadt bestimmt. Die Erfahrungen der Geschichte besagen, dass die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat, bleibt, lässt er den Besiegten auf Schildern mitteilen. Ein anderes Zitat Stalins lautet: Die Rote Armee ist frei vom Gefühl des Rassenhasses. Sie ist frei von solch einem entwürdigenden Gefühl, weil sie im Geiste der Gleichberechtigung der Rassen und der Achtung der Rechte anderer Völker erzogen ist. Erstmals hat Anfang Juli 1945 auch ein Kamerateam der US Air Force die Genehmigung bekommen, das Leben in der zerstörten deutschen Hauptstadt zu dokumentieren. Gerüchte schwirren, werden verteidigt und widerlegt, schreibt die Berliner Journalistin Ruth Andreas Friedrich am 7. Juli in ihr Tagebuch. Es kommt gar nicht auf sie an. Nur darauf kommt es an, dass wir im Zentrum der Tätigkeit stehen, dass sich vier Weltmächte in unseren Trümmern begegnen
und wir den Vertretern dieser Weltmächte beweisen, wie ernst es uns ist mit unserem Eifer, wie grenzenlos ernst mit den Bemühungen um Wiedergutmachung und Aufstieg. Sam Sholo ist Anfang Juli 1945 einer der ersten US-Soldaten, die Berlin betreten dürfen. Es war ein Steinhaufen. Die Straßen waren ganz okay. Etwa einen Monat, bevor sie uns reinließen, hatten sie die Deutschen gezwungen, Frauen und Männer, auch Soldaten, die zurückgekommen waren, aufzuräumen. Mit den bloßen Händen, Stein um Stein, räumten sie die Straßen und schichteten die Ziegel neben den Fundamenten auf. In dieser Hinsicht war alles ganz ordentlich. Ich weiß noch, dass es mir hoffnungslos erschien, vollkommen hoffnungslos. Das war zu sehen und es war sehr deprimierend. Die ganze Stadt lebt in einem Rausch der Erwartung, beobachtet dagegen Ruth Andreas Friedrich. Man möchte sich zerreißen vor Arbeitseifer, möchte 1000 Hände haben und 1000 Gehirne. Berlin läuft auf Hochtouren. Egon Bahr hat diesen Sommer 1945 als Journalist in Berlin erlebt. Der ganze Sommer war eigentlich die Erleichterung, es überlebt zu haben und die Hoffnung, es würde schon nicht so schlimm werden. Es wird nicht mehr geschossen, man braucht nicht mehr sterben, egal wie schlimm das mit den Ruinen ist. Wir können jetzt endlich wieder nach vorne denken und aufbauen. Es war ein ungeheuer graues Leben, aber es war mit der Freude, man war entkommen. Wir sind noch einmal davongekommen, hieß das damals. Rückblende. 1. Mai 1945. In den Straßen Berlins feiern Rotarmisten den Tag der Arbeit als Fest des Sieges über Hitler. In einer letzten erbitterten Schlacht mussten noch zehntausende Soldaten beider Seiten sowie unzählige Zivilisten sterben. Am Tag darauf kapituliert die Berliner Garnison. In Hitlers Hauptstadt schweigen die Waffen. Mit der Roten Armee kehren auch einige Emigranten nach Berlin zurück, die ihre Heimat 1933 aus politischen Gründen verlassen hatten und nach Moskau geflohen waren. Zu den überzeugten deutschen Kommunisten, die in Berlin den politischen Aufbau organisieren sollen, gehört auch der damals 24-jährige Wolfgang Leonhard. Es war niederschmetternd, als ich am 2. Mai kam. Also überall versprengte Soldaten der deutschen Wehrmacht, die überhaupt nicht verstanden, was da nun los war. Dann sah man schon die ersten Aufräumarbeiten unter sowjetischer Leitung, die ersten Trümmerfrauen. Dann hörten wir, dass noch irgendwo geschossen wird. Dann sah man schon Kommunisten, die sich jetzt freuten und auch andere Antifaschisten. Und dann ein Meer von Fahnen. Aus allen Fenstern die weißen Fahnen der Kapitulation. Und in den ersten zwei Maiwochen auch rote Fahnen für die Begrüßung der Roten Armee. Wobei man aber natürlich sah, dass das Hakenkreuz rausgeschnitten worden war. Anfang Mai 1945 besichtigt der Sieger von Berlin, Marschall Grigori Schukow, die eroberte Hauptstadt des Dritten Reiches. 25.000 Rotarmisten halten die Stadt besetzt. Der Reichstag ist das Symbol ihres Triumphes über die Deutschen. Unverzüglich beginnt der sowjetische Stadtkommandant mit der Organisation des Chaos. Unbelastete Deutsche bekommen erste Hilfsaufgaben zugeteilt. Sie helfen bei der Beseitigung von den Überresten des Untergangs. Hunderte haben bei Kriegsende mit ihren Familien Selbstmord begangen, aus Angst vor den Siegern oder weil sie keine Zukunft mehr für Deutschland erkennen konnten. Der letzte Akt des Dritten Reichs findet am 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst statt. Es obliegt den deutschen Militärführern, die Nazi-Herrschaft auch formal zu beenden.
Von nun an bestimmen in Deutschland und in seiner Hauptstadt nur noch die Sieger. Auch Markus Wolf ist aus Moskau in das Land seiner Geburt zurückgekehrt und wird Mitarbeiter des Berliner Rundfunks. Er hofft auf einen völligen Neuanfang. Für mich überraschend war, dass das Leben doch schon, sagen wir mal, relativ normal war. Also anders, als wir uns das vorstellten. Die ersten Wochen des völligen Ausfalls von Strom, der Wasserversorgung waren schon vorbei. Also dort, wo wir waren, gab es schon Wasser und auch Strom. Und ich war etwas überrascht über die vielen Leute, die festlich gekleidet waren, darunter auch für mich erstaunlich viele junge Männer. Ich dachte, die sind nur alle entweder tot oder in Kriegsgefangenschaft, aber es waren doch noch welche da, wobei das Bild natürlich etwas hinwegtäuschte über die tatsächliche Situation in Berlin. Die nationalsozialistische Vergangenheit wird entsorgt. Doch wie sieht die Zukunft aus? Die Sowjets wissen, dass ihre Alliierten schon bald große Teile von Berlin besetzen werden. Als erste Partei wird die KPD zugelassen. Dann folgen SPD, CDU und Liberale. Die moskauhörigen Kommunisten um Wilhelm Pieck bauen in ganz Berlin Verwaltungen auf nach dem Prinzip, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Die Grundidee, die wir auch schon in Moskau in der Schulung hatten, war, wir brauchen eine kampfbewusste antifaschistische Demokratie und nicht die Zersplitterung und die Ohnmacht der Weimarer Republik. Und das wurde im Großen und Ganzen auch von den anderen Parteien ähnlich gesehen, aber dann gab es natürlich bald auch schon Widersprüche. Die westlichen Alliierten sollen alles nach sowjetischen Vorstellungen geregelt vorfinden, wenn sie Anfang Juli ihre Sektoren beziehen. Ein Vorauskommando der Amerikaner muss 2 Tage lang im Grunewald kampieren. Dann dürfen die ersten GIs die Stadtgrenze passieren. Auch die britische 7. Panzerdivision, die berühmten Desert Rats, die Wüstenratten, erreichen ohne Komplikationen ihren Sektor. Am 4. Juli übernimmt die US Army von der Roten Armee die ehemalige Kaserne der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Einige Neuankömmlinge bekommen in der Stadt geeignete Unterkünfte. Wir zogen in ein teilweise zerstörtes Wohnhaus. Die eine Hälfte war weg, die andere war in gutem Zustand, völlig unversehrt. Man sagte uns, zieht dort ein. Sie zwangen die deutschen Bewohner sofort auszuziehen. Sie sagten ihnen nicht, wo sie hingehen sollten. Es war ihnen egal, wo die blieben. Die mussten in irgendwelche Kellerlöcher kriechen. Um uns herum waren überall zerstörte Häuser, aber es gab immer noch einen Weg nach unten. Hauptsache, sie hatten ein Dach über den Kopf. Ich bin nie in ein solches Loch gegangen, denn es gab ja das Fraternisierungsverbot. Die sowjetischen Truppen müssen 2 Drittel der Stadt räumen. Ich bin ja damals kreuz und quer durch Berlin gefahren. Ich war erschüttert. Denn vorher, im Mai, gab es mehr prosowjetische Stimmungen unter den Antifaschisten. Immer wieder hörte ich, die Westmächte haben uns heimtückisch bombardiert. Die Russen waren die ehrlichen Gegner auf dem Schlachtfeld. Und während die Kampftruppen sich ja noch einigermaßen gut verhalten haben, kamen dann der ganze Tross hinter den Kampftruppen. Und das waren diejenigen, die dann die Uhren und die Vergewaltigung und all das, was ich ja nur selbst miterlebt habe, das kann man ja nur nicht bestreiten. Und dadurch veränderte sich die Stimmung der Berliner Bevölkerung. Und als dann am 4. Juli die Amerikaner und Engländer mit ihren Jeeps ankamen, die Franzosen kamen ja erst im August, die wurden bejubelt. 9. Juli 1945. Ausgang U-Bahn-Station Wittenberger Platz. Ein ganz normaler Tag im besetzten Berlin. So scheint es. Und doch ist seit der Ankunft von Briten und Amerikanern nichts mehr so wie zuvor. Das Kamerateam der US Air Force steht am Brandenburger Tor und filmt die Besiegten.
Für ihr Special Film Project 186 haben sie seit Monaten den Vormarsch ihrer Truppen begleitet, um die Zerstörungen im besetzten Deutschland zu dokumentieren. Doch sie filmen immer wieder auch die Menschen, die in den Trümmern zu überleben versuchen und sich nicht immer so verhalten, wie die Sieger es erwarten. Dieses Gefühl des Unverstehens der Deutschen, die jetzt noch meckern, dass sie das oder jenes nicht haben, obwohl also, sagen wir mal, die erste Not, der erste Hunger eigentlich nur durch Hilfe der Roten Armee überwunden wurde. Also dieses Meckern, die Unzufriedenheit und auch die Arroganz und dann eben auch dieses teils unterwürfige Verhalten gegenüber den Besatzern. Und zum anderen auch, dass keiner wollte überhaupt was mit den Nazis zu tun gehabt haben. Und die meisten hatten irgendwelche Kommunisten als Freunde oder Juden geholfen. Also das hat nicht gerade die erste Sympathie geweckt. Der amerikanische Journalist William Shirer beschreibt Berlin in seinem Tagebuch. Wie soll man Worte finden, um das Bild einer bis zur Unkenntlichkeit zerstörten großen Hauptstadt wahrheitsgetreu und genau zu schildern? Das Bild einer einstmals mächtigen Nation, die aufgehört hat zu existieren. Das Bild eines Eroberervolkes, das sich noch vor 5 Jahren, als ich hier wegfuhr, auf so brutale Weise arrogant aufführte und von seiner Mission als Herrenrasse blind überzeugt war. Das war doch lachhaft. Ich antwortete dann immer, Moment mal, wollt ihr mir etwa weismachen, dass ihr keine Nazis wart? Ich habe doch die Filme gesehen mit all diesen Menschen, die Sieg Heil brüllten. Die waren verrückt, durchgeknallte Fanatiker. Einige sagten, sie seien gezwungen worden. Vielleicht entsprach das sogar der Wahrheit. Kurz vor dem Ende haben die meisten Nazis eingesehen, dass sie den Krieg nicht gewinnen können. Deshalb forderten sie die Menschen jetzt auch nicht auf, tut etwas, denn die würden nur erwidern, fahrt zur Hölle, wir haben genug. Die waren völlig ausgeblutet und deshalb gab es keinerlei Widerstand. 2,8 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt. Das Kamerateam der US Air Force filmt ein paar Dutzend Berliner in Großaufnahme. Wie fremde Wesen aus einer anderen Welt. Die Eltern dieses Jungen sind tot. Der 9-Jährige ist auf der Suche nach seinem großen Bruder. Darüber, wie die Versorgung all dieser Menschen gewährleistet werden soll, gibt es bei den Siegern unterschiedliche Meinungen. Natürlich hatte die Sowjetunion ein großes Interesse daran, möglichst viele Materialien herauszuholen aus Deutschland, um den Wiederaufbau im eigenen Land in Gang zu setzen. Da war natürlich das amerikanische Interesse ein ganz anderes, denn für die stand in erster Linie die Aufgabe da, die deutsche Bevölkerung in ihrer Besatzungszone erst einmal überhaupt zu ernähren. Das war übrigens auch ein ganz großer Konfliktpunkt. Als die Westmächte am 3. 4. Juli hier in Berlin ankamen, bei einer der ersten Besprechungen mit Marschall Zhukov, wurde ihnen bedeutet, dass sie fortan für die Ernährung ihrer rund 2 Millionen Menschen jetzt alleine zuständig sind. Und jeder fragte sich, was beabsichtigt die sowjetische Seite dabei? Denn natürlich wird jede Stadt von der Umgebung ernährt oder aus der Umgebung ernährt. Und so war es natürlich auch in Berlin. Und plötzlich sagte die sowjetische Seite, nein, das können wir nicht, ihr müsst das alleine machen. Und das wurde nicht als ein freundlicher Akt angesehen. In 5 Kategorien werden Lebensmittelkarten ausgegeben. Ein Arbeiter bekommt täglich 65 Gramm Fleisch, 60 Gramm Nährmittel, 15 Gramm Fett, 60 Gramm Kaffee und 20 Gramm Tee. Wer nicht arbeitet, bekommt Kategorie Nummer 5, im Volksmund Hunger- oder Friedhofskarte genannt. Zuwendungen der Besatzungsmächte sind überlebenswichtige Privilegien. Wir bekamen Pajoks.
Pajoks waren Pakete, die von der sowjetischen Militärverwaltung den aktiven Funktionären übergeben wurden. Der KPD sowieso, aber auch Leute von der CDU und LDPD oder sogenannte Intelligenzpakete, Professoren oder Schriftsteller, die man besonders bevorzugen und gewinnen wollte, bekamen diese Pakete und mit diesen Paketen konnte man überleben. Da waren also viele Zigaretten drin, Wodka und Cognac und Wein, Schokolade und Mehl und also alles, was man eigentlich zum Leben braucht, sodass ich mit diesen Pajoks, wie andere Funktionäre im Zentralkomitee auch, nicht die Not und Entbehrungen der anderen Menschen teilen musste. Amerikaner und Briten bringen täglich tonnenweise Versorgungsgüter in die Stadt. Den Alliierten ist klar, dass das Überleben der Berliner in den westlichen Sektoren für eine demokratische Zukunft Deutschlands entscheidend sein könnte. Wenn man uns jetzt versteht und verzeiht, schreibt Ruth Andreas Friedrich in ihr Tagebuch, wird man alles von uns erreichen. Alles. Dass wir dem Narzissmus abschwören, dass wir das Neue besser finden, dass wir arbeiten und grundsätzlich guten Willens sind. Noch nie waren wir so erlösungsreif. So müde des Terrors, der Furcht und des Unrechts. Wenn unsere Sieger nur halten, was sie uns versprochen haben. Die Eingeborenen hatten ja bisher immer nur Rundfunk von Goebbels gehört. Und nun waren andere da. Und Anfang Juli kamen die Amis und die Engländer. Und ein bisschen später auch die Franzosen. Und die haben alle ihre Zeitungen aufgemacht. Und nun zu sehen, dass der frische Wind der Information hineinkam. Wir waren wie trockene Schwämme, wir haben alles aufgenommen. Und wir haben ja auch wahnsinnig viel versäumt gehabt, nicht wahr, an Theater oder an Literatur. Alles konnte gedruckt werden, alles wurde gekauft, alles wurde gelesen. Man war richtig neugierig. Wer gute Kontakte hat und den Willen zum Überleben, der kann in der Ruinenstadt sein Auskommen finden. Zettelwände sind ein wichtiges Kommunikationssystem für die Berliner. Die Menschen informieren sich über Wohnungs- und Arbeitsangebote oder Tauschgeschäfte. Jedes halbwegs bewohnbare Haus ist belegt. Manche hausen in Wohnungen ohne Außenwände. Sperlingslust werden sie im Volksmund genannt. Endlose Flüchtlingstrecks aus dem Osten ziehen durch die Stadt. Weil Berlin überfüllt ist, dürfen die Menschen nicht bleiben und müssen nach Westen weiterziehen. Hungrige menschliche Wesen ohne Willen, Lebenszweck und Ziel, sieht US-Reporter William Shirer überall in Berlin. Unversöhnlichkeit und Härte weichen rasch dem Mitleid. Sie sahen, dass diese Menschen keine Hoffnung mehr hatten, hungrig waren, gehaust haben in Ruinen. Und deswegen dieser berühmt-berüchtigte Befehl No Fraternization hat auf amerikanischer Seite keine 14 Tage gehalten, weil der einfache Soldat hat gesehen, das ist, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, ein armes Schwein, dem musst du was zu essen geben. Und natürlich, wenn sie sich da vorgestellt haben, konnten sie nicht hergehen und essen, sondern haben geteilt. Und damit begann ja dann schon ein gewisser Kontakt. Auf dem Kurfürstendamm genießen einige Berliner schon den ersten Sommer im Frieden. Vor allem in den westlichen Sektoren arrangiert man sich rasch mit den Siegern. So manches deutsche Fräulein sucht sich jetzt einen Besatzungssoldaten als Begleiter. Hier zählt nur die Gegenwart. An ihre Zukunft wagen nur wenige zu denken. Von Politik möchten die meisten nichts mehr wissen. Die Vergangenheit des Dritten Reichs scheint verschwunden zu sein wie ein lästiger Spuk. Die Kameraleute der US Air Force machen sich auf eine Spurensuche zu den Relikten der Nazi-Herrschaft.
Erste Station ist Hitlers neue Reichskanzlei. Wo der Diktator einst Besucher mit der monumentalen Architektur von Albert Speer einzuschüchtern suchte, sind noch die Spuren seines Untergangs zu sehen. Hier hatte sich Hitler mit letzten Getreuen verschanzt und am 30. April 1945 Selbstmord verübt. Jetzt pilgern nicht mehr enthusiastische Volksgenossen durch den Ehrenhof, sondern ausschließlich alliierte Eroberer. Vor allem der unterirdische Führerbunker besitzt eine besondere Anziehungskraft. Ich wollte runter in den Bunker, wo Hitler gestorben war. Als wir dorthin kamen, gleich an unserem zweiten Tag in Berlin, war niemand da, der die Türen und Eingänge bewachte. Später stellten sie dort Wachposten auf. Ich lief also hinunter und nach 6-7 Stufen ging es nach rechts. Ich wollte weiter, aber es stank dort furchtbar. Weil sie keine Toiletten hatten, verrichteten die Russen dort ihre Notdurft. Sie waren ja Wochen vor uns gekommen und hielten den Ort besetzt. Ich wollte den Bunker unbedingt sehen. Draußen konnte man immerhin die verkohlte Stelle sehen, wo sie die Leichen verbrannt hatten. Hier fanden Geheimdienstangehörige der Roten Armee am 2. Mai 1945 die Überreste von Josef Goebbels und seiner Frau Magda. Erst Jahrzehnte später geben die Sowjets zu, dass sie dort damals auch die Leichen von Hitler und Eva Braun entdeckt haben. Gleich gegenüber der Reichskanzlei am Wilhelmplatz stehen die Ruinen des mondänen Hotel Kaiserhof, in dem der Führer seit 1931 regelmäßig logierte. Am 30. Januar 1933 verließ Hitler sein Berliner Domizil, um die Regierungsgewalt in Deutschland zu übernehmen. Nur wenige hundert Meter weiter hat sich Hitlers getreuer Paladin Hermann Göring Mitte der 30er Jahre ein repräsentatives Luftfahrtministerium errichten lassen. Von hier aus betrieb er die Aufrüstung Deutschlands und plante die systematische Ausplünderung der deutschen Juden. Das Symbol nationalsozialistischer Propaganda ist seit den frühen Tagen der Bewegung der Berliner Sportpalast. Wo man sich sonst an Eishockey oder Sechstagerennen ergötzte, füllten Hitler und sein Propagandaminister Josef Goebbels mit Hetzreden immer wieder den Saal. Die Fabrikanlage von Daimler-Benz in Berlin-Marienfelde war seit Kriegsbeginn vollständig auf die Bedürfnisse der Nazi-Führung umgestellt. 400.000 Zwangsarbeiter hielten die Rüstungsproduktion in Berlin auch während des totalen Krieges aufrecht. Erst kurz vor Kriegsende leisteten alliierte Bomben auch in den Panzerwerkstätten von Daimler-Benz ganze Arbeit. Was dennoch brauchbar war, schafften die Sowjets rechtzeitig vor der Ankunft von Briten und Amerikanern Richtung Osten. Auch die Berliner Innenstadt wurde von Bomben immer wieder schwer getroffen, trotz der Vorkehrungen der Nazis. Auf Hitlers Befehl waren in aller Eile drei riesige Flaktürme errichtet worden, die mit ihren Kanonen vor allem das Regierungsviertel schützen sollten. Für Verschönerungen blieb offenbar keine Zeit. Im Flakturm am Zoo hat sich nach Kriegsende eine Holzhandlung eingerichtet, die wiederaufbauwillige Berliner mit dem Nötigsten versorgt. 1948 lassen die Briten den Betonkoloss sprengen. Die Geschütze auf dem Dach sind längst unbrauchbar. Sie haben nicht verhindert, dass auch Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe, wie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, fast völlig zerstört wurden. Kinder haben das Wrack eines deutschen Flugzeugs zum Spielplatz erkoren.
In den letzten Tagen des Krieges war die große Ost-West-Achse im Tiergarten die letzte intakte Start- und Landemöglichkeit mit Zugang aus dem Regierungsviertel. Auch das Reichstagsgebäude ist eine Ruine. In der Schlacht um Berlin verschanzten sich über 1000 Verteidiger bis zuletzt im Parlamentsgebäude und kapitulierten erst nach Hitlers Tod. Inzwischen ist der Reichstag ein beliebter Ort für Holzsammler geworden. Offiziell ist das bei Strafe verboten. Die Residenz der Hohenzollern-Kaiser in Berlins Mitte ist äußerlich kaum beschädigt. Alliierte Bomben haben die Dächer zerstört und die meisten Innenräume verwüstet. Einem Wiederaufbau steht 1945 eigentlich nichts im Wege. Trotzdem wird das Gebäude 5 Jahre später auf Befehl der DDR-Führung vollständig beseitigt. Auch am 10. Juli 1945 dreht das Team der US Air Force Rolle um Rolle Film im zerstörten Berlin. Noch ist die Wasserversorgung nicht vollständig wiederhergestellt. Die Kanalisation ist weitgehend zerstört. Seuchen wie Typhus und Ruhr breiten sich in der Stadt aus. Im Juni sind binnen einer Woche über 2000 Menschen an der Ruhr erkrankt. Die Behörden verzeichnen 285 Todesfälle. Viele Straßen der Hauptstadt sind wieder passierbar. Trotzdem sind überall noch Räumungstrupps im Einsatz für 72 Pfennig pro Stunde. Rückblende. Bei über 300 Luftangriffen der Briten und Amerikaner wurden während des Krieges über 50.000 Tonnen Sprengstoff über Berlin abgeworfen. Am 3. Februar 1945 fliegen die Amerikaner mit 1.000 Maschinen ihren bis dahin schwersten Großangriff auf Berlin. Die Operation Thunderclap fordert etwa 3000 Todesopfer. Bei Kriegsende sind 48.000 Gebäude völlig zerstört, 23.000 schwer und 172.000 leicht beschädigt. Die Zerstörungskraft der alliierten Bomben wird von den Kameramännern der US Air Force akribisch genau dokumentiert. Um von einem Stadtteil Berlins in den anderen zu gelangen, braucht man Ausdauer und Geschicklichkeit. Die Sektorengrenzen sind dabei das geringste Problem. Schon seit Mitte Mai sind die ersten öffentlichen Verkehrsmittel wieder in Betrieb. Am Alexanderplatz im sowjetischen Sektor halten Busse und Straßenbahnen. Auch S- und U-Bahnen fahren, wenn auch unregelmäßig und oft nur kurze Strecken. Viele intakte Waggons wurden in die Sowjetunion abtransportiert. Es fehlt an Treibstoff und Strom. Der Bahnhof Zoologischer Garten ist nach wie vor nicht benutzbar. Reste von Panzersperren sind noch zu sehen, die im April die Rote Armee aufhalten sollten.
Doch auch am Bahnhof Zoo hat im Juli eine Zukunft begonnen, die vor Monatsfrist noch unmöglich schien. Berlinerinnen posieren kameragerecht vor einem neuen Geschäft, dessen Eröffnung schmerzlich vermisste Bedürfnisse zu befriedigen verspricht. Flug über das Brandenburger Tor am 12. Juli 1945. Hier verläuft die Grenze zwischen dem britischen und dem sowjetischen Sektor. Einheiten der britischen Desert Rats sind zu einem besonderen Schauspiel angetreten. Die Kameraleute der US Air Force filmen das Ereignis. Feldmarschall Montgomery zeichnet den Sieger von Berlin, Marschall Schukow, mit einem hohen britischen Verdienstorden aus. Noch hält die alliierte Waffenbrüderschaft, obwohl gerade in Berlin erste Risse zwischen West und Ost zu spüren sind. Immer wieder gibt es Zwischenfälle mit Rotarmisten. Ich bin einmal zu einer Besprechung mitgegangen. Der russische Colonel beschwerte sich bei Colonel Howley darüber, dass Amerikaner Streit mit russischen Soldaten angefangen und sie verprügelt hätten. Das Ganze hatte sich in einer Straßenbahn zugetragen. Die russischen Soldaten stiegen ein, es fuhren deutsche Zivilisten mit. Es waren nicht viele. Kaum waren sie eingestiegen, nahmen sie denen die Wertsachen ab, Armbanduhren und sowas. Die amerikanischen Soldaten schlugen sich auf deren Seite, nahmen ihnen die Wertsachen wieder weg und gaben sie den deutschen Zivilisten zurück. Dann schmissen sie die Russen raus. Darum ging es also in der Beschwerde bei Colonel Howley. Der Russe wollte wohl sagen, sie haben meine Soldaten geschlagen. Doch statt Hit, schlagen, sagte er Eat, Essen. Howley erwiderte, wissen Sie, Colonel, ich fand immer, dass unsere Soldaten kräftig sind, habe es aber nie für möglich gehalten, dass sie einmal Russen essen würden. Der Mann wurde fuchsteufelswild. Keiner dieser Soldaten war ein Engel, um das mal so auszudrücken. Sie hatten 4 Jahre Krieg hinter sich und ziemlich brutale Erlebnisse gemacht und viele Freunde, Kameraden verloren und das auch mit angesehen. Insofern kamen sie in der Tat als Sieger hierher. Auch auf amerikanischer Seite hat es Übergriffe gegeben, denn das darf man auch nicht vergessen, die menschliche Erfahrung und je nachdem das einzelne Schicksal kann natürlich auch Menschen, die vorbelastet waren, hierher kamen und die natürlich diese Gefühle auch nicht immer unter Kontrolle haben konnte. Und dann kam hinzu, dass natürlich Übergriffe waren ja leicht, denn es gab ja in dem Sinne keine Kontrollinstanz. Die Berliner Polizei nimmt Ordnungsaufgaben wahr. Die Männer tragen Uniformen, die vor 1933 in Dienstgebrauch waren. Wegen der großen Zahl belasteter Polizisten ist der Aufbau der Truppe schwierig. Ehemaligen Parteigenossen gelingt es oft allzu leicht, neue Betätigungsfelder zu erschließen. Die verhafteten Nazis wurden vor die Frage gestellt, entweder eben ein Prozess und Verurteilung, 10, 20 Jahre Lager in Sibirien, oder aber, das würde nicht geschehen, sie würden sogar unterstützt werden, wenn sie bereit sind, für die nachrichtendienstlichen Abteilungen der sowjetischen Militärverwaltung regelmäßig Informationen zu liefern. Und das haben dann wahrscheinlich die meisten getan, sodass ihnen sogar geholfen wurde, in die KPD einzutreten und später in die SED. Und die haben dann über kritische Äußerungen von Parteimitgliedern, einschließlich alter Kommunisten, berichtet. Am Brandenburger Tor macht an diesem 12. Juli 1945 auch ein Kamerateam von Hollywood-Regisseur George Stevens Filmaufnahmen, der in den 50er Jahren mit Filmen wie Mein Freund Shane, Das Tagebuch der Anne Frank und Giganten mit James Dean berühmt werden wird.
Stevens ist seit der Landung der Alliierten in der Normandie als Kriegsberichterstatter beim Vormarsch der US-Truppen dabei und dreht nebenher eigene Aufnahmen mit seiner 16mm-Kamera und Kodak-Farbfilmen. Erste Begegnung mit den Einheimischen, für deren weiteres Schicksal der Regisseur sich ganz besonders interessiert. George Stevens ist nach Berlin gekommen, weil die großen drei, US-Präsident Truman, der britische Premierminister Churchill und der sowjetische Generalissimus Stalin in Potsdam über die Zukunft des besiegten Deutschland beraten werden. Bereits im Februar hatten Churchill und Stalin mit dem inzwischen verstorbenen Präsident Roosevelt in Jalta die Weichen für eine Nachkriegsordnung in Europa gestellt. Im britischen Sektor filmt der Mann aus Hollywood eine Einheit von Rotarmisten. Sogar überzeugte Kommunisten wissen um deren zweifelhaften Ruf. Uns blieb ja nicht verborgen, was in der Zeit des Einmarsches geschehen war. Die Vergewaltigung und all die anderen Dinge, die ja bei den Berlinern in ihrem Gedächtnis auch tiefe Spuren hinterlassen haben. Aber dort, wo wir eben einquartiert waren, da war auch eine Truppe von Rotarmisten und da gab es schon, sagen wir mal, zu den Kindern und jungen Frauen ein, ja, zum Teil freundschaftliches Verhältnis. Ich erinnere mich, eine dieser jungen Frauen kam weinend herein, ein Rotarmist hatte ihr das Fahrrad abgenommen, das war ja gang und gäbe damals, worauf der Feldwebel, der bei uns Mitquartier hatte, eben auf die Straße ging und den nächsten Passanten, der vom Fahrrad ankam, runternahm und brachte ihr das Fahrrad zurück. Also, alles seltsame Dinge, die man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Aber die also allmählich zu einer gewissen Normalität wurden, genau wie mit dem Uhren. Uhren abnehmen, Uhren verschenken, Uhren natürlich als Tauschobjekte, vor allem dann, als die Amerikaner da schon da waren, nicht die Angehörigen der Roten Armee und die Amerikaner vorm Reichstag, die dort ihre Beute austauschten oder umsetzten. Das war dann auch schon ein Teil der Normalität in Berlin. Der Schwarzmarkt am Reichstag ist der ideale Ort für illegale Geschäfte, weil ganz in der Nähe der sowjetische Sektor beginnt. Offiziell missbilligen die alliierten Behörden den Tauschhandel und versuchen gelegentlich dagegen vorzugehen. Die Besatzungssoldaten kommen gerne und ihre Zigaretten werden als eine Art Währung akzeptiert. Überall gab es Verbotsschilder. Es stand dort sogar auf Englisch, dass man bestraft werden würde. Es hieß, man werde seiner gerechten Strafe zugeführt und so. Darum hat sich keiner geschert. Wenn jemand dorthin fuhr und ich fragte, nimmst du meine Zigaretten mit, hat er sie mitgenommen und den Russen verkauft. Und Armbanduhren. Wie haben die Armbanduhren geliebt? Am meisten Mickey-Maus-Uhren. Ich habe mal einen Typen gesehen, der hatte 8 oder 9 davon an seinem Arm. Er meinte, mit der kaufe ich mir eine Kuh, mit der kaufe ich mir ein Pferd und so weiter. So war ihre Mentalität. Und natürlich kann ich es ihnen nicht verdenken. Die hatten ja zu Hause auch nichts. Der Schwarzmarkt gilt als eine Brutstätte der Kriminalität in der Vier-Sektoren-Stadt. Und die Besatzungssoldaten mischen tatkräftig mit. Wegen der bevorstehenden Ankunft der großen drei zur Potsdamer Konferenz sind die alliierten Truppen in höchster Alarmbereitschaft. Trotzdem kommt es auch in diesen Tagen immer wieder zu Zwischenfällen in der Stadt. Der sowjetische Soldat hatte die Neigung, sofort nach der Waffe zu greifen, als Drohgebärde. Und wenn man einem Amerikaner gegenübersteht und die Waffe zückt, dann schießt er. Und da hat es viele, viele solche Konfrontationen gegeben und es sind auch viele sowjetische Soldaten dabei ums Leben gekommen. Die Ironie oder fast schon Zynismus war, dass die offiziellen Stellen auf sowjetischer Seite immer sagten, nee, die gehören nicht zu uns, die haben mit uns nichts zu tun. Sie scheinen einander nicht zu lieben, unsere alliierten Besatzungsmächte, notiert Ruth Andreas Friedrich. Laut darf man das nicht werden lassen.
Wenn wir den Amerikanern und Engländern vorsichtig andeuten, dass es mit der russischen Besatzung Schwierigkeiten gegeben hätte, werden ihre Mienen kalt wie Eis. Drei Amerikaner in Uniform kamen auf mich zu, hatten fabelhafte Dinger hier oben, War Correspondents, große Kollegen aus der großen, weiten Welt. Und der eine fragte mich in gutem Deutsch, haben Sie auch erlebt, dass Frauen vergewaltigt worden sind? Ich sagte, ja. Darauf drehte er sich auf dem Absatz um und sagte zu seinen beiden Kollegen, auch ein Nazi. Das heißt, die Kooperation zwischen den vier Besatzungsmächten gegenüber diesen alten Nazis, den Deutschen, den Eingeborenen, war von allem Anfang an sehr gut, komplett. Und wir durften auch natürlich in der Berliner Zeitung und dann in der Allgemeinen Zeitung keinerlei Kritik an der anderen Besatzungsmacht äußern. Den Sowjets gefällt es nicht, dass sie Hitlers Hauptstadt mit ihren Alliierten teilen müssen. Nur widerwillig akzeptieren sie die gemeinsame Kontrolle über Berlin. Sie sind überrascht, dass sich auf politischer Ebene zunächst nicht viel ändert. Im ersten Befehl der interalliierten Kommandantur, also mit den Westmächten, hieß es, dass alle sowjetischen Befehle und Anordnungen bzw. Beschlüsse und Anordnungen deutscher Behörden im Auftrag der Sowjetunion nach wie vor in Kraft bleiben. Was für uns natürlich beinhaltete, dass alle 20 Bezirksverwaltungen, die wir aufgebaut hatten, mit der Mehrheit von Sozialdemokraten und Bürgerlichen und Parteilosen, aber mit den Schlüsselpositionen unserer kommunistischen Genossen, dass das alles blieb. Nach der Ankunft der westlichen Alliierten entwickelt sich in deren Sektoren rasch eine Bar- und Clubszene. Das Fraternisierungsverbot zeigt keine Wirkung. Eine gewisse Berühmtheit erlangt die Femina-Bar in der Nürnberger Straße, nicht weit entfernt vom Bahnhof Zoo. Dort verkehren auch sowjetische Soldaten. Dann kamen natürlich zwei Kulturkreise aufeinander zu, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Für die sowjetischen Soldaten war klar, wenn man irgendwo in einer Kantine oder in einem Club war, und wenn es dann ein Offiziersclub war, der war ja nun schon auf westlicher Seite sehr formal, dann wurde da natürlich Fleisch und Brot und vor allen Dingen der Wodka mitgebracht. Und das kannte natürlich die westliche Seite überhaupt nicht. Überhaupt der riesen Alkoholverzehr. Im Vorfeld der Potsdamer Konferenz sind die ersten hochrangigen Vertreter der Sowjetunion in Berlin eingetroffen und werden von einem eigenen Kamerateam begleitet. Außenminister Wjatscheslaw Molotow besichtigt Berlin in Begleitung von Lavrenti Beria, dem Chef des berüchtigten Geheimdienstes NKWD. Auch die sowjetische Delegation lässt sich einen Besuch der Reichskanzlei nicht nehmen. Am 15. Juli 1945 landet der amerikanische Präsident Harry S. Truman mit seiner C-54 Sacred Cow, Heilige Kuh, auf dem Flughafen Gatow. Truman ist erst seit 2 Monaten im Amt, seit dem plötzlichen Tod von Präsident Roosevelt. Er wird von einer sowjetischen Delegation empfangen, darunter sind der Diplomat Andrei Gromyko, der berüchtigte Ankläger der stalinistischen Schauprozesse Andrei Wyschinski und Geheimdienstchef Beria. Außenminister Burns und Kriegsminister Stimson begleiten Truman. In Potsdam soll es nicht nur um die Zukunft Deutschlands gehen, sondern auch um seine Vergangenheit. Noch sind sich die Sieger uneins, wie die deutschen Kriegsverbrecher behandelt werden sollen. Stalin befürwortet Schauprozesse, Churchill favorisiert standrechtliche Erschießungen. Die Amerikaner bestehen auf einem fairen Verfahren. Immerhin befinden sich die meisten hochrangigen Nazis und Militärs in ihrem Gewahrsam. Von all dem ahnen die wenigen deutschen Journalisten in Berlin nichts.
Der Ami sagte, hier passiert was, hier wird eine Konferenz stattfinden und wir werden Bescheid bekommen. Schluss. Parteinahme. Wir wussten nicht mal, wo das ist. Potsdam. Die Möglichkeit der Teilung und der Rache lag auf der Hand, zumal es darüber auch schon Gerüchte gegeben hatte. Das war einem auch fast egal. Wir hatten den Krieg verloren. Und wir hatten ihn angefangen. Und wir wussten, wir werden dafür bestraft. George Stevens fährt mit seinem Team nach Potsdam, um den Veranstaltungsort der Welthistorischen Konferenz zu besichtigen. Mit seiner kleinen Kamera dreht er in der alten Garnisonsstadt der preußischen Könige, die jetzt in der sowjetischen Besatzungszone liegt. Potsdam wird schwer bewacht. Stalin lehnt es ab, Berlin zu betreten. Und obwohl Potsdam bei einem amerikanischen Bombenangriff im Frühjahr 1945 schwer getroffen wurde, ist es nach Ansicht der Sowjets für die große Konferenz geeignet. Stolz präsentieren Stevens und sein Team die russischen Passierscheine und ihre Akkreditierung. Natürlich war es ein Sicherheitsproblem, denn Sie müssen daran denken, das sind man gerade 2 Monate, 3 Monate nach dem Ende der Kampfhandlungen. Keiner wusste, ob es noch irgendwo oppositionelle Gruppen gibt. Der Aufwand war schon sehr groß. Und dann kommt hinzu, Sie mussten ja auch ziemlich viele Örtlichkeiten zur Verfügung stellen, denn da saßen ja nicht nur 20, 30 Leute zusammen. Denken Sie dran, der amerikanische Präsident, die USA befanden sich im Pazifik, noch im Krieg. Er musste also jederzeit erreichbar sein. Und das bedeutete, die Kommunikation musste sichergestellt sein, abgesehen von allen anderen Dingen des Schutzes und der Versorgung und so weiter. Am nächsten Tag dreht Colonel Kirk Lawton, ein Mitglied der amerikanischen Delegation, mit seiner Amateurkamera am Konferenzort Schloss Zizilienhof, in dem vor 1918 der deutsche Kronprinz residierte. Nur Reporter und Fotografen der an der Konferenz beteiligten Nationen sind dort als Beobachter zugelassen. Vor seiner Little White House genannten Herberge empfängt Präsident Truman an diesem 16. Juli den britischen Premierminister. Winston Churchill ist ein Regierungschef auf Abruf. Seine Chancen bei den gerade laufenden Unterhauswahlen stehen schlecht. Nach einem kurzen Meinungsaustausch verlässt Churchill mit Tochter Mary die Präsidentenunterkunft, die noch bis vor kurzem von einem deutschen Verleger bewohnt wurde. Inzwischen ist auch Generalissimus Joseph Stalin in Potsdam eingetroffen und macht Präsident Truman seine Aufwartung. Kirk Lawton filmt die historische Begegnung. Truman zeigt sich bester Laune, denn er hat rechtzeitig zum Konferenzbeginn ein militärisches Instrument mit Drohpotenzial gegen den Rivalen aus Moskau bekommen. Unter strengster Geheimhaltung ist auf dem Militärstützpunkt von White Sands in New Mexico der erste Kernwaffentest der Geschichte geglückt. Am Nachmittag des 16. Juli lässt sich der US-Präsident durch das zerstörte Berlin fahren. In dieser 2-stündigen Fahrt, schreibt Truman später, wurde ich Zeuge einer großen Welttragödie. Und ich war aus tiefstem Herzen dankbar, dass meinem Lande diese unvorstellbare Zerstörung erspart geblieben war. Der Präsident hat eine Vision. Er will Deutschland als Ganzes erhalten und in den Kreis der demokratischen Nationen aufnehmen.
fighting for peace. Wir kämpfen für den Frieden und für das Wohl der Menschheit. Wir kämpfen nicht um der Eroberung willen. Wir wollen Frieden und Wohlstand für die ganze Welt. Auch Premierminister Churchill besichtigt die zerstörte Hauptstadt seines Widersachers Adolf Hitler. Angewidert verlässt er die Stätte von dessen Untergang. Inzwischen hat sich die Reichskanzlei zum Touristenmagneten entwickelt, auch für diese britischen Soldatinnen. Natürlich wollen sie alle das politische Zentrum von Berlin sehen, also sprich das Gelände da in der Wilhelmstraße, die neue Reichskanzlei. Das war ja auch das Gefühl, wir haben den Krieg gewonnen. Denn natürlich kannten viele von ihnen die Bilder von Adolf Hitler auf dem Balkon der neuen Reichskanzler. Da wollten sie eben auch mal stehen und im Grunde genommen die Machthaber von damals auch verhöhnen, wenn sie so wollen. Und es ist richtig, es hat viele gegeben, sogar bis zum normalen Soldaten herunter, die sich auf den Weg gemacht haben und dann die Reichskanzlei und, oder das, was dann noch übrig geblieben war, mal zu sehen. Und es gibt viele Beschreibungen, wie sie da Ehrenabzeichen und Briefpapier und sogar noch signierte Fotos von Adolf Hitler gefunden haben. Und natürlich wurde das als Trophäe mit nach Hause genommen. In Schloss Cäcilienhof beginnt am 17. Juli 1945 die Konferenz der Großen Drei. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit und unter Ausschluss der besiegten Deutschen beraten Stalin, Truman und Churchill über die Grenzziehungen im Nachkriegseuropa, über Reparationszahlungen und die Verwaltung des besetzten Landes sowie über den noch andauernden Krieg im Pazifik. Rasch wird klar, dass die Vorstellungen nur mühsam in Einklang zu bringen sind. Man verständigt sich darauf, dass Deutschland nicht aufgeteilt wird. Der Westen akzeptiert Stalins Forderung nach der Abtrennung Ostpreußens und der Gebiete östlich von Oder und Neiße. Das Land soll völlig abgerüstet und entmilitarisiert werden. Die Deutschen müssen Reparationen leisten. Während der Konferenz teilt Präsident Truman dem sowjetischen Diktator beiläufig mit, dass die USA über eine neue Waffe verfügen, die alles bisher Gekannte übertrifft. Stalin nimmt es mit einem Lächeln zur Kenntnis. In der Sache bleibt er hart. Die Potsdamer Konferenz endet am 2. August mit einem Abkommen, das die Differenzen nur kaschiert. Bei einigen Deutschen keimt Hoffnung. Dann haben wir gelesen, wie Potsdam hier passierte. Gesehen von den Leuten, die da hierher kamen, nicht. Aber gelesen und ich weiß noch genau, mit größter Genugtuung, Wiedererleichterung, haben wir gesagt, das soll es schon gewesen sein. Na gut, das war keine Waffen machen dürfen, ist doch klar. Wollen wir auch gar nicht. Hatten genug von Waffen. Das Wichtige war, wir werden als Einheit behandelt, Deutschland wird nicht geteilt. Niemand war nach diesem Gefühl der Erleichterung der Auffassung, dass das Schlimmste und oder gar die Teilung oder gar ein kalter Krieg vor uns lag. Am Rande der Konferenz dreht das Filmteam aus Moskau Aufnahmen in Berlin. So entstehen auch für die sowjetischen Zuschauer beeindruckende Szenen vom Alltagsleben der Berliner. Vom täglichen Kampf ums Überleben in der Ruinenstadt. Wie viele Deutsche sich zu diesem Zeitpunkt wirklich für die politische Zukunft ihres zerstörten Landes interessieren, ist unklar. Am 4. August 1945, einen Monat nach der Ankunft der westlichen Alliierten in Berlin, schreibt Ruth Andreas Friedrich in ihr Tagebuch. Große Schlagzeilen in den Zeitungen. Das Potsdamer Abkommen. Gemeinsame Politik in allen Besatzungszonen. Einigung über die Friedensordnung in Europa. Ein Stein fällt uns vom Herzen. Also kein neuer Krieg. Gemeinsamer Aufbau und gemeinsame Ordnung.
das Schlusskommuniqué betont, die Staatsmänner verlassen die Konferenz mit der neu gestärkten Zuversicht, dass die Regierungen und Völker ihrer Länder in Verbindung mit den anderen Vereinten Nationen die Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens gewährleisten werden. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein.